Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu einem neuen Let's Play von Grand Theft Auto 4, die Ballade auf Gay Tony und heute mal Solo. So, heute haben wir richtig viel vor. Zum Beispiel werden wir heute mal ins Stripclub gehen. Ja, genau ins Stripclub, der ist hier. So, Stripclub, ja, markieren, los geht's. Legen wir mal los und werden groß und werden, wir würden uns bestimmt keine Stripshow angucken, da könnt ihr euch schon mal sicher sein, weil wir wollen was anderes machen. Wir wollen töten, morden und Leute erschießen. Aber bis es dahin ist, werden wir jetzt erstmal schön gechillt dahin laufen. Also, Chill-Modus aktivieren. Oh, da hinten habe ich was entdeckt. Ich glaube, das sind zwei Nutten. Lalalala. So. Hey, what up? Wie viel kostet ihr? Hey! Uah, mein Gott! Ah, du Scheiße, die sieht ja aus wie so ein Affe beim Experiment, weil es gibt ja diese komischen Affen. Affen, die werden ja geschminkt für die Kosmetikindustrie und die sieht so aus. So, Bodyguard weg. So. Ohne Schalldämpfer gehe ich da jetzt nicht rein. Und ich denke nämlich jetzt nicht, dass die sich irgendwie hier nicht wehren. Die wehren sich nämlich hier. Oh, guck mal hier auch. Oh, alles schön. Schöne Frauen hier. Bah, bam. Zack hier. Boah. Hey. Weg da. Weg da von mir. Okay. Jetzt muss ich mich wehren. Ich hätte den am Leben gelassen. So, die da eine nochmal weg hier. Jawohl. So sieht's aus. Oh, der Bulle. Nein, der Bulle darf mich nicht kriegen. Der Bulle darf mich nicht kriegen, Leute. Boah, jetzt kommt noch der eine mit der Shotgun. Gleich mal weg. Oh ne, war mal 9 mm was. Okay, jetzt haben wir schon 3 Fahndungssterne. Ganz schöne Sache jetzt. Oh, 4 Fahndungssterne. Oh je, bei 6 Fahndungssterne, da hast du echt ein Problem, weil das sucht dich die Bullerei überall in der ganzen Stadt. Ich habe jetzt nicht mehr viel Lebensenergie. Ich muss jetzt Suizid begehen. Ah, komm schon. Ah, jawohl, super. Ja, da fliege ich weg. Mann, oh Mann. So, das haben wir gemacht. Wir waren beim Stripclub und jetzt machen wir Party Nummer 2. Was machen wir jetzt? Na, genau, einen Basejump und den werden wir jetzt mal so irgendwo suchen. Am besten rufen wir jetzt erstmal ein Taxi. Taxi, bleib mal stehen. Och nee. Das war ja klar. Das Taxi hält wieder nicht. Typisch, die Taxis sind alle besetzt. Wenn das Taxi jetzt nicht hält. Okay. Ich habe gesagt, wenn das Taxi nicht hält, dann muss das Taxi dran glauben. Ich lasse das nicht auf mir sitzen. So. Scheiße. Jetzt habe ich gleich die Bullen wieder am Start. Ich wollte doch nur das Taxi haben. So, jetzt laufe ich hier wieder rum. Wie so ein krankes Sperma. So, steig aus dir. Weg da. Okay, jetzt haben wir die Karre erbeutet. Jetzt müssen wir das nächste Taxi suchen, dort einsteigen und dann können wir losfliegen. Oder wir machen Plan Nummer C, den ich habe. Tut mir bitte einen Gefallen und schließt eure Augen jetzt für 10 Sekunden. Genau. Schließt eure Augen für 10 Sekunden. So, öffnet eure Augen wieder. Gerade eben habe ich einen Heli abgeknallt vom Himmel. Der ist gerade hier gelandet. So. Ich bin nämlich ein Feind von Cheats. Hust. So. Ja, toll. Da ist das Taxi wieder. Aber da ist ja natürlich mal wieder jemand drin. Typisch. Oh, so. Wie schon gesagt, wir werden heute einen Basejump machen. Und den werden wir nicht hier machen, sondern den machen wir, wo es auch cool ist. Und zwar auf einem Gebäude. Genau, da hinten. Auf diesem Glasgebäude oder was das ist, keine Ahnung. Da kann man auf jeden Fall sehr gute Ding machen, sehr gute Base-Jumps. Und unten ist gleich nochmal ein Heli. Da können wir gleich nochmal einsteigen, wenn wir wollen. So, jetzt müssen wir aber erstmal landen auf dem Ding. So. Juh, habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich mich auf GTA 5 freue? Ich glaube schon. So. Irgendwie, da müsste eigentlich Glas sein. Ach, da vorne ist es ja. Ich wollte gerade hier aussteigen, aber das wäre natürlich nicht so gut gewesen. So, Fallschirm an. Ist auch natürlich eine coole Sache hier mit dem Fallschirm.
Und da ist dieser Glasboden richtig, richtig nice. Und dort können wir jetzt runterspringen. So sieht das aus. Jo, boah, ja, sicherlich. Oh, fast hätten wir den erwischt. Ich sage jetzt einfach mal ciao, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao.